Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir sind hier auf dem Weg, so nehme ich doch an, sprich mit Flusswald, in Flusswald mit Alvor. Gut, da gehen wir zu und schauen kurz einmal auf der Karte nach, wo wir da hin müssen. Ja? Einfach da gleich rechts, ja genau, dorthin. Und ich habe ja ein wenig Angst in der Nacht, aber was soll's, wir laufen da gleich einmal. Ich bin ja gespannt, was da auf uns zukommt. Ich nehme an, des Nächtens nichts Gutes, aber wir sind ja schon ein wenig ausgerüstet und das werden wir gleich sehen, was da passiert. Was ist denn da los? Die Wächtersteine entdeckt. Ja. Da schauen wir uns doch gleich einmal um. Ja, die kommen ja gut. Hä? Und? Aktivieren! Ah! Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Sollen wir jetzt Magier werden? Wir lesen zuerst einmal die anderen Sachen, ja? Was ist da los? Aktivieren der Diebesstein. Lesen wir mal. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben und pipapo. Das wissen wir jetzt schon. Und der nächste wäre hier jetzt. Und der Kriegerstein. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampftechniken und so weiter und so fort. Na klar, System erkannt. Und wir werden da mal. Ich wollte einfach zoomen. Das schaut so schön aus hier. Der Doso verliert sich schon wieder in der Gegend. Aber wir werden da auf Magier machen, ja? Denke ich mal. Magier lernen ist immer gut und Zeichen annehmen. Okay. Der Magierstein hinzugefügt. Okay. Seht euch das an. Gut. Du besitzt bereits den Segen. Ah, okay. Gut, wir haben jetzt den Segen. Dann laufen wir doch mal weiter. Da zum Fluss runter, da könnten wir mal kurz angeln gehen, ja? Fliegen, fischen und so. Gibt sicher genug Lachse zu fischen. Da gibt es auch einen Weg rauf, aber keine Beschreibung. Wir gehen da runter mal zum Fluss, ja? Schauen wir mal da kurz rein, Leute. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja genau. Es ist Sonntag, ja. Und die Musik ist ja auch nicht schlecht mittlerweile. Oh. Ja, Leute. Und Wölfe. Du blödes Getier. Ja, das war wieder eine Schrecksekunde. Woher soll ich wissen, dass da auf einmal Wölfe kommen? Die heulen nicht, tun nicht. Und eigentlich müssten das ja auch mehr sein. Wolfspelz. Aber einen guten Wert hat er. Hat Dose, hat sich geschreckt. Ich glaub's ja nicht. Der hat einen Diamant-Rubin dabei gehabt. Da, cool. So. Mädel. Das gibt's doch nicht. Steck weg das Zeug. Komm.
So. Okay, laufen wir weiter. Wölfe. Und Gesundheit regeneriert sich auch von selbst. Cool. Aber wir müssen da uns ein wenig sputen heute. Sollen wir auf die Jagd gehen oder lassen wir den Hirsch einmal? Aha. Jetzt muss ich nur kurz einmal schauen. Ja, genau, das passt. Wir verzichten gleich einmal auf die Deckung und hauen volle Mietzi zu mit dem richtig großen Hammer, ja? So, sind wir jetzt bald da? Ja, Flusswald entdeckt. Genau so ist es. Da wird Holz gehackt. Irgendwann einmal. Und, ja? Sigrid wird euch etwas zu essen. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Aha. Und du gehst da jetzt spazieren oder was? Komm her. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ich habe im Helgen einen Drachen gesehen. Wirklich? Ja? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Ja gut, das könnten wir tun. Ihr und Feindal mögt dieselbe Frau? Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Du bist ein richtiger Sven. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun? Das klingt, ja... Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht sieht Camilla in Feendal etwas mehr als einen Freund. Aber warum es darauf ankommen lassen? Hier, gebt Camilla diesen Brief. Er ist voll giftigen Unsinns. Sagt ihr, er sei von Feendal? Bringt Svens Brief zu Camilla optional. Erzähle Feendal von Svens Brief. Ja, ich glaube, das könnten wir tun. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Ha? Lukan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Okay, gut so. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alter. Sven, du fieser Typ, du. Und Hilde, komm, lass uns mal. Glaubt mir doch, ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Das ist die Mama wahrscheinlich von ihm. wie spät ist denn jetzt da überhaupt? Und der läuft da durch die Gegend? Dieser Brief sollte Camilla davon überzeugen, dass sie mit Feendal nie wieder ein Wort wechseln will. Ja, das hast du schon gesagt. Und da hast du mir denn jetzt gegeben, oder was? Noch einmal. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Ja, lass es. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ich gehe dann mal wieder. Deine Mama hat auch einen Hucken. Die hat zu viel ins Glas geschaut. Okay. Sven, verschwindet. Der macht da die Patrouille oder was macht denn der da? Da haben wir jetzt. Ja, Leute, na klar. Wir können das schmieden auch. Ah, cool. Ich glaub's ja nicht. Genau so soll es auch sein. Ich glaube, da müssen wir rein, ja? Klopfen wir mal an. Hallo? Sigrid, wir haben Besuch. Ja, der Hartwein ist schon da. Hartwein, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Ja? Was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass sich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen.
Rache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Amethyst, ja, Gewicht 0,1 und Wert 120, ja, wie viel Prozent sind denn das? Wir nehmen das einmal an und, ja, der gibt uns Bier, hä? Und wir kennen das ja schon, stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her, Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang um 30% weniger schnell, Gewicht 0,2 und Wert 2, Brot ist immer gut, zweimal Gesundheitspunkte und Dietrichs, ich weiß nicht, wie viel? Und Haidara Käseeck, das kommt ja cool. Nun, der ist ja gar nicht so schwer. Und ein Eisenbahn. Aber der ist leicht, wieso denn das? Was gibt denn der uns da alles? Honigbräu mit, ja, 0,5, 20 Punkte Ausdauer. Karotte. Und einen roten Apfel. Und silberner Granatring. Ist auch viel wert. Noch eine Tomate dazu. Tonika mit Gürtel. Und Zaubertrank der kleinen Heilung. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja gut, also abgeschlossen, sprich in Flusswald mit Alborg. Sprich mit dem Jarl von Weißlauf. Da müssen wir wieder hin. Wir befragen den jungen Mann dann noch. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wieso soll ich das fragen? Haben wir ja schon. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Okay, der ist schon leer. Wie komme ich hier von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Na klar. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, über den Fluss und auf den Berg und ganz nach oben. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen, Alvor? Sag schnell. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Okay, Schönwetterfreunde hin und her. Und wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Elisif. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage.
Okay, so viel dazu. Darf ich eure Schmiede benutzen? Genau. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Gut so. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Na gut, was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Okay, alter Freund Alvor. Wir sind da jetzt fertig mit dir. Auf Wiedersehen. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Ja, und... Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Können wir das? Also gut, aha. Wir machen hier einen Schnitt und werden uns da im Dorf noch ein wenig umschauen. Vielleicht können wir auch noch quatschen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Mit der jungen Dame da. Wie und angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Oh. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauch zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Gute Idee. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück. Okay. Also, wir gehen nach Weißlauf und dann nehmen wir eine Kutsche nach. Bleibt wachsam. Und Leute, ich wünsche euch dabei einen schönen Abend. Wir werden da gleich auf der Hut weiterzocken, ja? Bis dann, euer Tosa. Gut so. Ciao.